sind bereit. A-Kategorie, die Boxexperten erwarten einen Kampf auf Messerschneide. Belhatsch gegen Meilinger. Wer sichert sich den Vorteil auch in Richtung Nominierung Deutsche Meisterschaft? Wir sind bereit. 3x3 Minuten ringfrei, Runde 1. Meilinger gegen Belhatsch, die beiden alten Konkurrenten gegeneinander. Sie sehen in der roten Ecke Enis Belhatsch, 21 Jahre alt, Medizinstudent. Er ist der Newcomer. Er versucht hier dem Routinier Meilinger ein Bein zu stellen. Die beiden haben schon einige Male gegeneinander geboxt. Bisher hatte Raimund Meilinger immer knapp die Nase vorn gehabt. Heute hier der Kampf um den Hessenmeistertitel, um auch den Platz Nummer 1 im Hessenkader, Marburg gegen Limburg. Ringfrei, Runde 2. Thank you.
Die Runde beendet. Die beiden belauern sich, versuchen jeden Fehler auszunutzen in der blauen Ecke. Raimund Meilinger, 27 Jahre alt, mehrfacher deutscher Hochschulmeister, ein studierter Sozialarbeiter, der neben dem Boxsport auch dem Triathlon noch sehr engagiert nachgeht. Ein Sportler durch und durch, ein ganz sympathischer Sportsmann. Dritter der deutschen Meisterschaft, das war sein größter Erfolg bei den Männern im Jahr 2012 nach tollen Achtel- und Viertelfinalsiegen. Er steht hier im Ring und wir verkünden ringfrei. Runde 3. Der Kampf ist beendet. Ein Applaus für die Top-Mittelgewichtler Hessens. Der Kämpfer in der roten Ecke erhielt in der dritten Runde eine Verwarnung wegen Kopfstoß. Nicht einfach zu leiten, dieser Kampf. Und das hat der Ringrichter Alexander Schröder hervorragend gemacht. Sehr umsichtig, gut geleitet. Wir erwarten das Urteil. Still rap white, that ash raw, that uncut, that sushi, I'm too
Wir haben das Urteil, wir haben einen Sieger. Sieger nach Punkten ist der Kämpfer aus der blauen Ecke, Raimund Meilinger, BC Marburg. Ein Applaus auch für Enis Belhatsch. Alex Schröder überreicht die Pokale, die Urkunden. Der Hessenmeister im Mittelgewicht heißt Raimund Meilinger vom BC Marburg.